Da ist er, der lang ersehnte Hotfix. Ein paar Tage hat es jetzt gedauert und jetzt schauen wir uns mal an, ob die Probleme von der V010201 Firmware endlich behoben wurden. Fangen wir an mit dem ersten Zustand, der seit dem Update wirklich gut funktioniert. Stillstand. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Das Update hatte einen guten Ansatz. Es gab neue Features, über die ich mich auch gefreut habe. Aber ich frage mich wirklich, wie kann man denn so wenig mitdenken bei der Programmierung von neuen Features oder bei Bugfixes, die halt auch nicht passiert sind? Schreibt mir gern rein, ob meine Sicht getrübt ist oder ob ich einfach die falsche Erwartungshaltung hatte, aber ich bin selber Softwareentwickler und wenn ich so ein Update abgegeben hätte, dann wäre ich wohl ganz schnell kein Softwareentwickler mehr. Und ich spreche gar nicht von den kleinen Fehlern oder kleinen Patzern, dass hier 250 Grad nach dem Laden von Filament einfach gehalten wird und nicht wieder runter auf Null gesetzt wird. Ja, wenn es jemand getestet hätte, wäre das wohl sofort aufgefallen, aber scheinbar testet bei Bamboo überhaupt niemand, was eigentlich ausgeliefert wird. Und es wundert mich auch nicht, wenn so ein Update da rauskommt. Diese Maschine hier ist im Produktiveinsatz bei mir und ich habe einige Produkte, die mehrfarbig gedruckt werden. Und dieser mehrfarbige Druck hat nicht funktioniert, denn beim Farbwechsel ist der Druckkopf nicht mehr an die gleiche Stelle hingefahren, wo er aufgehört hat, sondern ein kleines Stückchen versetzt. Egal bei welchem Layer, egal bei welchem Modell. Der Farbwechsel hat nicht mehr funktioniert und es wurde versetzt drauf gedruckt. Seit diesem Tag steht der Drucker hier absolut still und bringt mir für mein Geschäft gar nichts mehr. Aber ich merke schon, ich bin in der richtigen Stimmung für dieses Video, also das Update ist fertig. Da ist sie also, die neue Firmware. 010202. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier funktioniert oder was. Fangen wir doch direkt mit meinem Lieblingsfeature an. Filamentladen. Mann, was hab ich mich gefreut. Der hat ja dann teilweise auch angefangen, irgendwelche random Bewegungen zu machen. Auf Fullspeed. Die zum Beispiel. Und das Laden ist fertig und wir drücken direkt mal auf Done. Und jetzt wird hier Filament extrudiert. Perfekt. Und dann schauen wir mal, ob die Temperatur jetzt runtergesetzt wird. Immer noch 250 Grad. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, ich mag dich natürlich trotzdem. Du bist einfach ein geiler Drucker, Mann. Scheiß doch nicht so rein mit eurer verdammten Software, Mann. Das Ding ist so cool, wirklich. Aber jetzt wollen wir doch mal wirklich schauen, ob wir hier auch mal den zweifarbigen Druck wieder ausführen können. Wenn das geht, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen weniger sauer. Ich bin trotzdem sauer. Mit der zweiten Farbe geht es weiter und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt zumindest genau oben drauf liegen. Weiterhin. Nach dem Farbwechsel wird einfach versetzt draufgedruckt. Ihr wollt mich doch wirklich verarschen.